hey Leute, wir stehen am Tannhauser Gate rum und da sind komische Feuersäulen, die hin und wieder brennen und dann nicht mehr, wie Hubert sagen würde. Und diese Feuersäulen gilt es natürlich nach Möglichkeit nicht so zu treffen, dass wir in Flammen aufgehen. Okay, außerdem habe ich mich dazu entschlossen und ich dachte, ich sage das jetzt einfach schon mal, damit es nachher nicht so überraschend kommt, denn wer mag auf der Welt schon Überraschungen, dass das hier vermutlich, nein, was heißt vermutlich, das hier wird bestimmt das letzte Level des Custom-Spiels, sage ich mal, das ich auf diesem Kanal zeigen werde, zumindest erstmal. Der Grund dafür ist nicht, dass ich das, dass mir das Custom-Level nicht gefällt. Oder dass ich das Custom-Game, besser gesagt, schlecht finde. Och nee, jetzt brenne ich. Das ist nicht der Grund. Das Custom-Game ist anders, besser gesagt, großartig eigentlich. Es ist auf einem höheren Niveau als die meisten Spiele von Core Design selbst. Das, was mir nicht gefallen hat, was mir persönlich halt dann irgendwie nicht gefallen hat, ist, dass es überhaupt so ein bisschen ist wie die Core-Design-Spiele. Mit Sachen, die ich einfach nicht mag. Kistenrätsel, langwierige Passagen. Sachen, die ich einfach nicht mag, die ich zum Beispiel in Rover die Custom Levels überhaupt nicht hatte. Und mit denen das hier halt irgendwie leider voll ist. Deshalb, wie gesagt, es ist ein großartiges Spiel. Es ist nur irgendwie nichts für die Serie hier auf dem Kanal, die ich vorhatte mit diesem Level-Editor-Leveln, wo ich im Prinzip dachte, och, das wird schön abwechslungsreich, hier eins und dann ein anderes und dann dieses und dann jenes. Und das hier hält mich jetzt schon einen Monat lang auf. Es ist halt einfach zu umfangreich, um es komplett zu zeigen. So. Ich stehe jetzt in einem Raum und habe mal wieder keine Ahnung, wo es lang geht. Liegt aber auch daran, dass ich gerade nicht konzentriert war. Wir laden einfach mal. Wir laden diesen Safe. Da habe ich nämlich noch nicht versucht, darüber zu springen. Offenbar müssen wir ja auch gar nicht darüber springen. Da oben gibt es... Ah, Moment. Okay, gut, dass ich... Jetzt habe ich es wieder getan. Gut, dass ich diesen Safe geladen habe. Denn er hat mir eine neue Perspektive offenbart. Hier drüber geht es weiter. Jetzt ist praktisch nur noch die Frage, wie komme ich hier hoch? Ja, das ist in der Tat die Frage. Kann ich so seitlich hier ran? Ist das möglich? Also wie gesagt, bisher Himalayan Mysteries ist einfach großartig. Ich hätte nicht gedacht, dass es allzu viele Custom Level auf diesem Niveau gibt. Und gibt es offenbar nicht, denn das hier sticht heraus. Nur, es passt halt nicht ganz zu dem Konzept, wie ich mir das auf dem Kanal vorgestellt habe. So, jetzt mal wieder zu munteren Themen. Wie komme ich darüber? Versteh's nicht. Also ich sehe diesen Raum jetzt schon als riesige Hub-Area, die uns in den nächsten 20 Folgen begleiten wird. Mit der absurden Anzahl an Türen halt. Guckt sich da jemand gerade mein neuestes Tales Gaming Highlights an? Ja. Das ist großartig, oder? Ja. Ich finde meine Videos eigentlich großartig. Ich sag das dann immer auch so. Ich muss das einfach zeigen. Sie sind genial. Also, wie machen wir es jetzt? Da komme ich nicht hoch, Mann. Ach, ist das eine Spalte? Nein, ich meine, ist... Warte, ich bin falsch. Da will ich ja hoch. Boah, ist das... ein Gewurstel. Wurst. Ich habe eine Wurst des Schutzes. Das Feuer darf mir nicht... Ah, ich soll... Das ist linear. Okay. Na, dann kann ich ja auch direkt diesen Safe wieder laden. Hier war ich nämlich schon auf der Seite und jetzt müssen wir einfach dieselbe Sprungpassage nochmal von der anderen Seite machen. Mal wieder so typisch, eine Wegführung, die eigentlich voll einfach zu begreifen ist, aber ich sehe sie halt nicht. Und dann fehlt das Konzept einfach. Weil das Konzept nicht davon ausgeht, dass ein Idiot spielt.
Nee, ich bin falsch. Ich wollte da rüber. Ach so. Ja, das war jetzt irgendwie dämlich. Ich habe mir das nämlich anders gedacht. Ich habe mir gedacht, wir stellen uns dahin, Alter. Und dann sagen wir der Wand, dass sie der krasse Motherfucker ist. Dann lässt uns die Wand vielleicht vorbei. Vielleicht brennen wir dann aber auch. Dann sind wir tot. Död! Jemand hat mich död gemacht. Ich hör auf. Nee, wie? Ich versteh's nicht. Wie soll ich jemals... Wenn ich jetzt springe, fange ich bestimmt unvermittelt an zu brennen. Ist doch immer so. Das ist nie im Leben hoch genug. Nein. Okay. Ich bin ein wenig verwirrt. So viel zu unvermittelt anfangen zu brennen. Hier vielleicht? Nope. Nichts. Es ist einfach nicht möglich. Nee. Wir sind nicht hoch genug. Okay, also vielleicht sind wir im Raum auch einfach falsch. Vielleicht sollten wir nicht in diesem Raum sein. Vielleicht fehlt uns... Keine Ahnung, was soll uns denn fehlen? Hier ist ja kein Schlüsselloch oder so. Ich komme einfach nicht da hoch. Wir laden nochmal den hier. Das ist bevor wir uns in den Raum begeben haben. Und wir gucken, ob vor dem Raum noch etwas war. Hier ist zum Beispiel diese lustige Fackel, nur Feuer habe ich hier drin wirklich genug. Da oben geht es nicht hoch. Da ging es hoch. Aber da kann man halt von hier aus nicht dran springen, de facto. Ja, und da brennt sie auch schon. Okay, das ist jetzt zu. Das heißt eigentlich, dass es ausgeschlossen ist, dass ich nochmal zurück muss. Tja, das ist sehr schade, weil es auch ausgeschlossen ist, dass ich voran muss. Okay, das war's. Ich verstehe schon. So, wie dem auch sei, wir sind jetzt endlich weiter. Ich speichere mal, denn da drin wird ja sowieso Feuer sein. Da kann ich wieder hochklettern. Und da ist... Nein! Ich hab's gewusst. Natürlich müssen die noch das krasse... Muss man noch das krasse Feuer einbauen. Aber... Wir wissen wenigstens, wie es weitergeht.
Bye, schön. Wenigstens kann man speichern, wo man möchte. So. Hebelchen. Er hat diese Tür geöffnet. Und zwar genau diese da. Wenn ich jetzt diesen Wahnsinn hier versuche, werde ich daran zugrunde gehen. Ich bin mir sicher. Nee, stimmt gar nicht. Okay. Wir haben eine kleine Abkürzung genommen, bilde ich mir jetzt einfach mal ein. Och nee, sag mir nicht, dass ich eine Fackel brauche. Nee, das geht ja gar nicht. Ich kann ja mit der Fackel nicht die Leiter hochklettern. So, da haben wir einen Gang geöffnet. Ich könnte den normalen Weg zurück und dann in diesen Gang. Ist da oben vielleicht was? Realistischerweise müsste ich anfangen zu brennen. Nein, zum Glück tun wir das nicht. Wo bin ich jetzt? Wie es einfach nur unglaublich verwinkelt ist. Naja, man muss nach hinten. Okay, okay. Bin doch nicht gestorben. Das wäre es nämlich, was ich jetzt vermutet hätte. Oh! Ja, ich hatte einen spontanen Herzinfarkt. So, dann gehen wir an die Tür gegenüber. Komm schon, jetzt, Lara, ich glaube an dich. Das Jarving-Artefakt Nummer 2. Leider ist hier kein Hebel und die Haupttür des Raumes ist, glaube ich, immer noch verschlossen. Ne, die ist offen. Ich sag Haupttür, die dem Eingang gegenüber liegt. Ist ja häufig irgendwie eine Haupttür. Och nee. Oh nein! Böse Buben! Warum müsst ihr immer so böse sein? Warum müsst ihr zu mir immer... Das ist jetzt böse. Warum bist du böse zu mir? Warum bist du böse? Das macht man nicht. Menno, naja. Können wir uns das nochmal ansehen? Und speichern, bevor ich auch nur einen weiteren Schritt wage. So. Die tun wahrscheinlich weh, diese Gasdinger dort. Deshalb lassen wir sie einfach mal an der Seite weilen. Bin ich jetzt? Boah, ich brenne. Geil, ich brenne. Hubert, halt die Klappe, es ist überhaupt nicht geil. Lol. Lolig. Nee, auch nicht lolig. Jetzt hat er mich natürlich am... Also tut weh. Uzzis? Ja, das hat's gebracht. Hallo, der Letzte. Ich kann nicht auf ihn zielen. Irgendwas müssen wir, glaube ich, mit der Leiter machen. Warte mal. Diese Dinger an der Seite hier kommen mir bekannt vor.
Waren wir nicht schon mal hier genau an diesem Ort? Heißt, was wir jetzt davon hatten, da hinten rumzulaufen, ist praktisch dieses eine Artefakt, das wir gesammelt haben. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir es einsetzen müssen. Ich wüsste leider nicht, wie es möglich ist, den Typen abzuknallen. Genau. Wir haben jetzt das zweite Artefakt und öffnen damit das Haupttor des Levels praktisch, das sogenannte Tannhauser Gate. Nee, doch nicht. Doch. So, Leute, ich glaube, das war das Tannhauser Gate. Frozen in Time Settlement. Ob wir uns dort jemals wiedersehen, das weiß ich wie gesagt nicht. Ich würde eher erstmal vermuten nicht und werde mir erstmal andere Sachen einfach der Abwechslung halber angucken. Es war auf jeden Fall bis hierhin ein sehr, sehr gut gemachtes Custom-Level, leider mit ziemlich großen Passagen, die mir nicht so gefallen hat, haben. Das ändert aber nichts daran, dass es, ich sage mal, von der Perfektion, die da drin steckt und vom Aufwand und von der Kreativität einfach nur ziemlich atemberaubend ist. Und ich kann nur nochmal sagen, diese ganzen Custom-Level sind kostenlos. Also wer jetzt unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht, kann sehr gerne im Link in der Beschreibung sich das Custom-Level besorgen. Was gibt es sonst noch so zu sagen? Soll ich einen Sneak Peek dieses Levels machen? Wetten jetzt sterbe ich nie. Ja, ich wusste es. Nochmal ein Tor. Okay. Also, das war Himalayan Mysteries. Eure Einschätzung über dieses Custom Game könnt ihr in die Beschreibung schreiben. Nein, das könnt ihr nicht, zum Glück. In die Kommentare schreiben. Und ich freue mich auf weitere Custom Level. Erstmal ein bisschen kürzere auch. So, die Länge bis hierhin ist ganz okay. Länger sollte es echt nicht mehr sein. Zumindest fürs Erste. Bis dahin, ciao!